Meine lieben Leute, wir hören uns heute leider mal wieder aus dem Off. Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte ganz normal aufgenommen und nachdem ich die Aufnahme beendet hatte und das Spiel beendet hatte, eigentlich immer ganz gut, dass ich dann doch mal recht zügig dann auch mal Ende mache und nicht direkt einfach eine nächste Aufnahme starte, kann ich froh sein. Ja, ist mir aufgefallen, Outer City war an. Hatte ich ganz normal vorher gestartet, so wie immer. Aber die Aufnahme, es war auch immer noch so, als würde sie laufen. Also ich hätte sie auch immer noch pausieren können. Irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Es war so ein bisschen wie eingefroren. Und zwar genau nach einer Minute Aufnahme. Ja. Schön. Ja, seit diesem Fehler, den ich dann da bemerkt habe, habe ich jetzt auch zum Beispiel bei Aura oder jeglichen anderen Aufnahmen, habe ich jetzt immer komplett erstmal über eine Minute Outer City laufen lassen, bis ich dann wieder ins Spiel, bis ich dann, ja, die Aufnahme ganz normal starte. Tut mir leid, ich bin etwas abgelenkt, weil ich sehe gerade in meinem Bearbeitungsprogramm Miasmata laufen und wir machen uns also hier auch gerade auf den Weg Richtung Outpostriegel, beziehungsweise wir haben ja da noch diese zwei Hütten ganz leicht drauf. Entschuldigung, zwei Hütten, ja. Kleiner Spoiler jetzt von mir. Tut mir leid. Wir haben die eine Hütte drauf, aber es waren dann zwei. Konnte man sich jetzt vielleicht denken. Was mich an dieser Stelle hier sehr irritiert hatte. Ihr hört es. Oder auch nicht. Weil man hört nämlich nichts. Ich dachte mir, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss doch den Wald hören. Ich habe total Panik geschoben. Ich dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Ich will nicht weitergehen. Warum höre ich nichts? Es war absolut unangenehm. Man sieht den Wind, die Blätter bewegen sich, man hört ja auch uns. Es ist ja nicht so, dass die Audio komplett fehlt. Darum kleiner Test und nochmal zurück. Und da waren die Geräusche wieder da. So ging es dann aber doch in den stillen Bereich hinein. Damit ich mich etwas sicherer fühlen könnte, dachte ich mir, nehme ich mir einfach mal brennende Stöcke mit. Aber wie man sehr schnell merkt, dann wird einfach das Umgebungslicht so dunkel. Das fand ich auch nicht klasse, weil irgendwie konnte ich nicht mehr so gut weit gucken. Also weg damit. War kurz irritiert, dass die Mauer nicht drauf war. Obwohl ja von Menschen errichtet, aber na. Mein Gott. Und immer noch absolute Stille. Nochmal kurz den Weg abgecheckt. Weil ich mir dachte, wir müssten ja auch an Laternen dann vorbeikommen.
um warum ich weiter in diese Stille hineingehe und einfach da ins Nirgendwo reinmarschiere, lag daran, weil ich einmal, glaube ich, ein bisschen höher gucken wollte. Und ich hatte dann aber auch was blinken sehen. Ich glaube, das war dann so hier ab dieser Stelle. Oder war das schon vorher? Frag mich nicht. Ich habe auf jeden Fall was gesehen. Aber mir ist schnell klar geworden, dass es einfach nur irgendwie ein Texturfehler wahrscheinlich war oder sonstiges. Und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt bin ich hier oben, dann kann ich gleich mal einen Blick rüberwerfen. Vielleicht können wir irgendwas markieren. Oder halt einfach mal Standort bestimmen. Auch nicht schlecht. Wenigstens waren Sounds wieder da. Ach ja, hier gab es eine Stelle, da war ich sehr irritiert, was ich da im Wasser sehe. Und ich sehe jetzt auch in der Bearbeitung, ist es immer noch zu sehen, als würde da ein Fisch die ganze Zeit aus dem Wasser springen. Ich weiß es nicht, ganz komisch, mitten auf dem Meer. Da habe ich also etwas markiert, was gar nicht eingezeichnet ist in der Karte. Auch sehr interessant. Scheint mir ein Kopf von hinten zu sein. Aber gut. Und dann Hüttenmusik. Hütten. Und ich dachte mir, hä? Was? Wo waren die denn jetzt drauf? Ja, und lasst mich euch sagen, es sind diese, wie ich vorhin schon sagte, diese eine halbe Hütte, die da drauf war, beziehungsweise die zwei halt in dem Fall. Aber ich hatte hier keine Möglichkeit, ja, ich kannte sie nicht, ich konnte sie nicht markieren. Ich hatte das noch nicht richtig freigelegt, diesen einen Bereich nicht. Aber irgendwie dachte ich, sieht man auch da, dass ich mich mehr an der Küste befinde und nicht, ja, dort an dieser einen halben Hütte. Das konnte ich dann aber auch erst viel später markieren und dann wurde es mir auch klar. Aber leider gab es in den Hütten einfach auch nichts halt. Toll, super. Schön in der Wildnis rumgerannt, Hütten gefunden, sich noch gefreut und dann einfach nichts.
Und mal kurz Dose in die Hand. Dose ist immer gut. Fühlt man sich auch gleich sehr sicher. Da bin ich dann runtermarschiert, weil ja, mir immer noch nicht so richtig klar war, wo ich jetzt genau bin. Ich konnte es immer noch nicht so richtig verstehen. Ich meine, man sieht ja, wir laufen ja da runter. Da unten ist ja auch wirklich noch die Küste. Darum hätte mir eigentlich schon klar werden müssen, dass diese beiden Hütten da drauf sind. Aber ich habe es halt nicht gepeilt in dem Moment. Und dann sah ich die Hütte und dachte, was? Was sind das jetzt da für eine Hütte? Dass das Outpost Riegel logischerweise ist, ja, ne? Muss ich auch nicht. Ah, und wieder ein paar Aschefetzen von oben. Blätter. Zum ersten Mal wurde mir dann klar, wo ich bin. An dieser Laterne. Und ich dachte mir, ach, was? Hier? Was? Was? Wo? Was? Ja, auf dem richtigen Weg zu Outpost Riegel. Und das ist ja auch das Interessante an diesem Spiel. Ja, dass die Karte sich halt nicht von alleine aufdeckt und dass man seinen Weg irgendwie sich zusammensuchen muss. Und da haben wir ihn, Outpost Riegel. Natürlich trotzdem erstmal die beiden Hütten hier auch markieren, weil ich gehofft habe, ich kriege dann die Köppe auch auf dem Meer drauf. Zumindest konnte man sie mal einmarkieren.
Und hier gab es wieder mal etwas zu lesen. Synthesis of Agent Z. Summary. This procedure will yield a quantity of Agent Z, the adjuvant. When combined with specific pharma agents, this serves to enhance the immune response of the patient. Primary materials, Amorphophallus, Vaporum flower und Nepenthes viriplant. Und eine tote Dame. Gebettet im Schatten. Und es sieht fast schön aus. Wenn man nicht mit einer Dose vor ihr stehen würde. Ja, das hat mich danach noch eigentlich wahnsinnig gemacht, weil, ganz ehrlich, was tue ich da? Ich schmeiß die Dose ins Wasser. Super Idee. Das habe ich, glaube ich, in dem Part noch ein paar Mal erwähnt. Das hat mich so aufgeregt, dass diese Dose jetzt schwimmt und dass ich wahrscheinlich noch nicht mal hinkomme und sie rausholen kann, weil ich ja nicht richtig schwimmen kann. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, hier, Umweltverschmutzung for the win. Ehrlich wahr, unglaublich. Ein paar Opferfoto der Plug. Patients are quarantined in the basement of an abbey in East Telerik. Und a young woman dies 7 days after first symptoms. Wo man sich auch immer noch fragt, was sind denn die ersten Symptome? Was ist die Krankheit? Wie läuft die ab? Schwierig. Abgesehen davon, dass wir es ein bisschen kennen, weil uns geht es ja auch selbst nicht ganz so gut. Wir sind ja auch ein bisschen fertig und Fieber und Sonstiges. Und eine Karte. Wunderbar. Somit gibt es gleich danach wieder etwas zu tun. Da habe ich mich kurz gewundert, warum eigentlich immer noch das Mapping-Zeug da drauf ist. Also langsam sollte man es ja vielleicht gelernt haben. Besonders hat man es selber in seinem Buch stehen. Sollte man ja schon mal aufgenommen haben. Ja, man kann das Wasser nicht trinken und das Blut vielleicht auch nicht. Mit einer Flaschenpost, die man auch nehmen kann. Mehrere Minuten, glaube ich, darüber philosophiert, dass sie wirklich nur aussieht, als würde sie schlafen. Sleeping Beauty.
A message in a bottle. I dreamed a dream a thousand times, a life you two adore. But then your color paled to gray, so dreams I dream no more. Ich hatte meine Hand irritiert dort. Musste ich erstmal ausprobieren, bis ich gemerkt habe, ah, ja klar, ich habe einen Stein genommen. Alles klar. Und natürlich das Messer erstmal mitnehmen. Natürlich. Eine neue Pflanze gefunden. This appears to be an ordinary flower in the Lilium genus. Its petals are pink with a white freckled complexion. Und mir war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass es sicherlich Medizin ist, Basic Medicine Pflanze, weil die stehen ja immer an diesen Häusern rum. Und genau so war es dann auch. Darum erstmal gleich den Pilz ausgetauscht, weil ich die Pflanze schöner finde, die Blume. Ich kam hierbei dann auf die Idee, von der Hütte aus die beiden Köpfe nochmal zu markieren. Ah, kurz war ich irritiert, ob die Frau noch da ist. Ja, sie war da. Um die vielleicht doch schon einmarkieren zu können, auch wenn wir fast am gleichen Ort stehen. Und dann merkte ich, dass der ja sogar schon eingezeichnet ist von der Karte, der hintere. Aber den anderen haben wir auch einmarkiert. Sehr viel passierte nicht mehr. Ich bin dann nochmal rübergelaufen, weil ich dachte, okay, es ist noch nicht ganz dunkel. Zumindest von hier finden wir schnell wieder zurück. Gucken wir uns nochmal kurz um, ob wir irgendwas finden.
Hatten wir dann auch, aber das waren Baumpilze, wo ich mir schon dachte, okay, die kennen wir eh schon. Und auch Blüten, wo ich mir auch dachte, ach, die kennen wir doch eigentlich auch schon, aber nehmen wir vorsichtshalber auch nochmal mit. Ja, aber es ploppt auch nichts auf. Darum weg damit. Und ich glaube, ich hatte auch gehofft, von da aus nochmal die Hütten zu sehen. Konnte ich aber nicht. Ah, da haben wir nochmal, genau, da habe ich nochmal einen Ort bestimmt, um vielleicht dann die Hütten freizulegen oben. Und ja, da kamen sie, die beiden. Pilze, die wir auch schon kennen. Somit ging es wieder zurück, damit wir noch einen schönen Sonnenuntergang erleben können. Und ich fand es toll, wie sich das mit dem Licht verändert. Und zum Ende standen wir dann nur noch in unserer Hütte und haben unseren Abend genossen. Stimmt. Da war ich dann noch mal kurz irritiert, was das Dunkle ist. Sind das Wolken? Ist das die Nacht? Ich fand das sehr, sehr merkwürdig, was da denn eigentlich gerade auf uns zukommt. Witzigerweise möchte ich wirklich sagen, ich glaube trotz allem immer noch, dass es Wolken sind. Auch wenn es immer noch komisch aussieht. Das liegt daran, dadurch, dass ich mich ja dann hingelegt habe, geschlafen habe und ich sehe ja dann immer schon den Start vom neuen Tag und da war dann den nächsten Tag alles bewölkt morgens. Kann natürlich sein, dass es bei uns jetzt das nächste Mal nicht so ist, weil ich hatte es ja schon mal, dass es dann irgendwie den nächsten Tag geregnet hatte und als ich dann aber eine neue Aufnahme gestartet habe, war es dann nicht so. Okay, Leute, leider also jetzt wieder nachkommentiert. Ist nicht nur für euch doof, sondern auch für mich, weil es macht mehr Arbeit und darum kam jetzt auch die letzten Tage nichts, weil ich keine Lust hatte, das hier nachzukommentieren. Ja, ich warte jetzt immer schön ab, mal eine Minute bei Audacity und hoffe, ab jetzt funktioniert auch bitte wieder alles. So, dann sehen wir uns also bei Tag 10 in aller Frische wieder. Und machen uns dann auf den Weg nach unten zu diesem R1. Beziehungsweise vorher müssen wir noch da eines der besonderen Pflanzen mitnehmen, was hier so einmarkiert war. Bis dahin. Tschüss.